und Affen. Und ich sag's euch, Leute, eben aus der Bahn haben wir jemanden gesehen, der eine Tüte in der Hand hatte und in der Tüte war ein toter Affe. Kein Witz. Gehen jetzt. So, nochmal guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Tokyo Station und wir verbringen jetzt ein paar Tage in Kanazawa. Das ist Little Kyoto. Sag mal. Also die Leute im Hotel, an denen wir gesagt haben, dass wir als nächstes nach Kanazawa fahren, waren alle super begeistert. Was ich sehr aufrichtig finde übrigens ist, dass alle, mit denen wir gesprochen haben, sich gemerkt haben, dass wir nach Kanazawa fahren. Ja. Und dass sie alle vorbereitet waren. Der Concierge hat sich jetzt gemerkt, dass wir morgens ganz früh los müssen. Denn der wusste sofort, als er uns gesehen hat, wohin es geht. Der hat uns einen Tipp gegeben, von welcher Seite der Tokyo Station wir doch am besten einsteigen. Und er ist halb mitgelaufen. Ja. Ich dachte, wann geht er denn jetzt wieder? Okay, ja. Es war schon sehr aufrichtig. Also, die laufen schon die Extrameile im Hotel, also das muss man sagen, gut ab. Ja. Für all die Leute, ja. Und wir waren noch nie in Kanazawa, also wir sind beide sehr gespannt. Das Wetter soll so mittelmäßig werden. Warum gehen wir eigentlich über Rot? Es ist, Schatz, es ist 5.30 Uhr morgens. Aber wir sind in Japan. Da drüben bin ich über Rot gegangen, weil der Japaner auch über Rot gegangen ist. Ja. Meine Eltern hätten jetzt gesagt, würdest du von der Brücke springen, nur weil jemand anders von der Brücke springt? Wir sind nicht die anderen. Wenn du von der Brücke springst? In einem Pupsi-Ort und fahren jetzt mit einer anderen Bahn, um dann mit einer Bahn in die Berge zu fahren. Wir sind jetzt mit einer Schnellbahn. Ja. Wir sind mit dem Shinkansen erstmal zum Pupsi-Ort. Zum Pupsort. Zum Pupsort. Ja. So, jetzt fahren wir vom Pupsort zum Pupsi-Ort. Genau, ja. Und dann fahren wir vom Pupsi-Ort in Pupsi-Mupsi-Berge. Ja. Ja. Also wir fahren da oben in die Berge. Ich zeig's euch. Da oben fahren wir hin. Und das Wetter ist wechselhaft, aber das ist eigentlich ganz cool. Also es ist immer noch sehr bewölkt. Ich glaube, regnen wird es nicht. Es ist warm, über 20 Grad. Und ja, das sind unsere Tickets, so zwei Pappstücke.
Ja, und hier ist halt fast nichts. Da oben fahren wir hin. Da oben. Das ist die Station. Hier ist die Station. Pupsi-Ort angekommen. Also wie man sehen kann, es ist wirklich ein Pupsi-Ort. Wir laufen jetzt von der einen Station zur anderen Station, um dort unsere Tickets, unsere Online-Reservierung in Tickets umzuwandeln, um dann mit dem Zug in die Berge zu fahren. Ne? Hi. Ha. Ich habe alles verstanden, nachdem man das mir 3000 Mal erklärt hat. Unglaublich. Ich bin die Ginny und ich bin auch dabei. Ja, genau. So, das ist der Zug. Der kleine Zug. Kann gar nicht verstehen. Wir nehmen an, sieht man, wie der Zug von außen aussieht. Ja, stehen kann man nicht. Das ist gerade, als ob wir mit der Achterbahn irgendwie losfahren. Im Phantasialand. Und es geht langsam los in die Höhe. Philipp ist einfach größer als der Zug. Das ist die Station. Da gibt es Kaffee. Da vorne gibt es einen Heizpilz. Hier gibt es Snacks. Und viel mehr gibt es dann hier auch nicht. Aber Gacha natürlich. Natürlich. Erzähl doch mal, was du vorbereitet hast. Also hier gibt es eine Brücke. Hier gibt es einen Onsen. Aber der Mann unten an der Station hat uns gesagt, da können wir nicht hin, weil da sind Bären. Da sollen wir jetzt nicht hingehen. Ja. Beim Onsen. Die baden da. Jetzt da. Was gibt's denn noch? Ja, ist ein Wanderweg. Ein Fußbad. Ja. So ein Mini-Fußbad, wo man einfach an der Quelle seine Füße reinhalten kann. Mhm. Aber das machen wir auch nicht, ne? Doch, doch. Achso, da gehen wir hin. Denke schon, ja. Okay. Ich wollte ja erstmal ins Information Center gehen und mich informieren. Ja, okay. Information Center, let's go! Manuell ausgetauscht, wie viel Grad das ist. Das sind die Tiere, auf die wir hier treffen können. Einmal der Dude. Ja. Japanischer Bär. Und Affen. Und ich sag's euch, Leute. Eben aus der Bahn haben wir jemanden gesehen, der eine Tüte in der Hand hatte und in der Tüte war ein toter Affe. Kein Witz. Kein Witz. Der hat den wahrscheinlich, also das war ein Bauarbeiter, der wird wahrscheinlich in den Bergen irgendwo arbeiten. Wir haben sowieso ganz viele gesehen. Aber ja, der hatte einfach einen Affen in der Tüte. Wenn man hier lang gehen möchte,
sollte man sich einen Helm mitnehmen. Ein bisschen groß. Mir ist der Helm zu groß. Philipp ist der Helm zu klein. Sich einfach hinsetzen und auf den Zug warten und dann seine Füße da reinmachen.